Ich habe im Gutachten versucht, die vorhandenen Daten, die wir zum Thema politischer Extremismus, politische Gewalt haben in Deutschland, zu würdigen. Und im Gegensatz zur typischen physischen Gewalt, Körperverletzung und so weiter, sehen wir im Bereich extremistische Gewalt Anstiege in den letzten 10 Jahren. Rechtsextremismus nimmt zu, Linksextremismus nimmt zu, islamistischer Extremismus nimmt zu. Das sind Dinge, die wir wissen. Von daher haben wir Leben in einem Jahrzehnt der politischen Gewalt. Nicht abzusehen, wie die Entwicklung weitergeht, aber es gibt ein Problem, dem sich natürlich auch mit Prävention gewidmet werden muss. Das Gutachten zum Deutschen Präventionstag habe ich im Auftrag des Präventionstags geschrieben. Ich habe es zwar als Alleinautor geschrieben, es wurde aber in einer großen Runde von Experten vorbesprochen, ein erster Entwurf. Die Inhalte, dass ich mich wirklich mit den Zahlen auch beschäftigen will, das ist dann meine Entscheidung gewesen, weil ich der Ansicht bin, wenn wir über solche Phänomene reden, müssen wir die Tatsachen kennen, müssen wir die Daten kennen. Deswegen war das ein wichtiger Bestandteil. Und dann habe ich mich mit Ursachen, mit Einflussfaktoren des politischen Extremismus und der Radikalisierung beschäftigt, mit vorhandenen Präventionsmaßnahmen, wovon es schon recht viele gibt. Das ist eine sehr aktive Szene, sehr viel Engagement in dem Bereich vorhanden und darauf aufbauend noch einige, ja, zukünftige Aufgaben benannt. Die Präventionsarbeit im Bereich Vorbeugung von Gewalt, von Aggression ist schon recht weit. Wir wissen relativ viel über die Entstehungsbedingungen von Gewalt, physischer Gewalt, die Entwicklungsbedingungen physischer Gewalt. Und darauf haben die vorhandenen Programme reagiert. Wenn wir jetzt den Blick auf den politischen Extremismus, auf die politische Gewalt werfen, sieht es noch nicht so gut aus. Rechtsextremismus gibt es Erfahrungen zwar schon seit 20 Jahren, auch Ausstiegsprogramme, die ganz gut funktionieren. Für andere Formen des Extremismus, Linksextremismus beispielsweise, ist mir kein wirklich wirksames Programm bekannt. Im islamistischen Extremismus sind wir dabei, gibt es erste Ansätze, aber auch da liegen noch keine Wirksamkeitseinschätzungen vor, keine statistischen Belege der Wirksamkeit. Also hier sind Dinge entwickelt worden, dankbarerweise sind die entwickelt worden, dass man sich diesem Problem stellt, aber wir wissen noch nicht, ob sie wirklich das erreichen, was sie erreichen, vorgeben zu erreichen. Es gibt im Bereich Rechtsextremismus gute Ansätze, wie man Vorurteile abbauen kann durch Kontaktprogramme, gute Kontaktmöglichkeiten, die meist in der Schule ansetzen müssen, weil das ist der Raum, wo sich Jugendliche begegnen, auch Jugendliche unterschiedlicher kultureller Herkunft begegnen. Das ist ein Ansatz für diesen Phänomenbereich. Für den islamistischen Extremismus, Linksextremismus gibt es Ansätze, auch Ansätze, Wissen zu vermitteln, einfach über den Islam beispielsweise, über die verschiedenen Bestandteile des Islams. Wir wissen allerdings noch nicht, wie die wirken, ob sie das erreichen, was sie erreichen sollen. Es ist viel Energie und das ist wichtig und gut so, weil was die Wissenschaft und die Forschung nicht soll, ist diese Energie abdrehen mit dem Ruf nach, wir müssen es evaluieren, wir müssen es streng evaluieren, um zu sehen, was es bringt. Es braucht erstmal dieses Engagement, es braucht Personen, die mit Jugendlichen arbeiten, mit Heranwachsenden arbeiten, die auf dem falschen Weg zu geraten drohen und das ist wichtig und es wäre schön, wenn es die Möglichkeit gäbe, diese Programme noch etwas intensiver zu begleiten, eine gewisse Offenheit für Forschung und Wissenschaft da ist, um dann auch tatsächlich die richtig guten von den vielleicht weniger guten Programmen zu unterscheiden. Evaluation wird auch immer wieder als so eine Art Damoklesschwert wahrgenommen. Wenn eine Evaluation durchgeführt wird, steht ja auch immer im Raum, dass sie negative Befunde ergibt. Und das führt zu einer gewissen Vorsicht in der Praxis, zu einer gewissen Zurückhaltung der Evaluation. Ich bin dezidiert der Meinung, dass es die braucht und dass es verschiedene Formen auch von Evaluation braucht, streng quantitativ mit Zahlen arbeitende, aber eher auch qualitativ Prozessevaluation, die schaut, wie arbeiten die Personen, die Prävention machen, zusammen.
Gleichfalls möchte ich nicht, eben nicht, dass es das Damoklesschwert ist, die Evaluation, die droht, sondern dass es darum geht, gemeinsam die Praxis mit der Wissenschaft zu lernen, Lernerfahrungen zu machen, was funktioniert weniger gut und daraus dann nächsten Schritt zu gehen, neue Programme zu entwickeln oder die vorhandenen weiterzuentwickeln. Das ist mir wichtig. Wir sind Tandem, Praxis und Wissenschaft. Und Wissenschaft ist nicht die so drohend im Hintergrund steht und die Entscheidung fällen kann, ob etwas gut oder schlecht ist. Wir brauchen Evaluation, gerade auch für diese neuen Phänomenbereiche, wo wir noch nicht so viel wissen. Ich habe aber auch geschrieben, diese vielen kleinen Initiativen, die es gibt, das hält Prävention am Leben. Und wenn wir jeder kleinen Initiative, wo, keine Ahnung, in Berlin, in einer Sekundarschule mal was entwickelt wird, wenn wir dann schon irgendwie wieder kommen und sagen, das muss doch evaluiert werden und was bringt das überhaupt, was ihr da macht, dann löschen wir das ein Stück weit ab, dieses Engagement. Und das will ich nicht. Wir sind drauf, auf Kreativität der Menschen, wo die Probleme sind, angewiesen. Und das, diesen Eindruck habe ich manchmal, dass Wissenschaft immer schnell sagt, ist ja nicht evaluiert, ist nichts wert. Das ist nicht meine Sicht. Ich glaube, wir leben davon, wenn man hier so den Kongress besucht, die Stände besucht, da sieht man, das sind kleinere Initiativen dabei, sind große Projekte, die über Jahre schon bewiesen haben, dass sie laufen. Aber ich finde gerade die kleinen kreativen Ideen so spannend. Und das will ich wirklich nicht ablöschen, dieses Engagement. Deswegen ein bisschen zurückhalten, sagen, Evaluation ja, aber bitte, wenn Zeit dafür ist und auch das Tandem, wir wollen gemeinsam lernen. Auch die Wissenschaft kann immer wieder von der Praxis lernen. Deswegen ein bisschen zurückhaltend habe ich das formuliert. Ich bin also immer wieder was erstaunt, wie viele Menschen kommen, sich hier präsentieren, sich vernetzen und so weiter, aus welchen ganz unterschiedlichen Professionen, die kommen und trotzdem miteinander reden, die Polizisten, die Sozialarbeiter, Schulsozialarbeiter und so weiter. Das ist so ein Anlass, wo man sich austauscht. Das ist klasse und ich finde auch das Programm klasse. Gute Vorträge, die Eröffnungsveranstaltung war schon ein Highlight. Von daher ist wirklich ein sehr, sehr schöner Anlass, wo man sieht, was in Deutschland im Präventionsbereich passiert.